Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich sitze hier auf der J. Euting Bank. Das ist die Julius Euting Bank. Die befindet sich am Wildseeblick im Nationalpark Schwarzwald. Nicht Nordschwarzwald, weil es gibt im Süden ja keinen. Also Nationalpark Schwarzwald. Und diese Bank ist Julius Euting gewidmet, genauso wie alles andere an diesem Ort hier, aber jetzt konkret, wo ich gerade sitze, auch. Denn der hat hier sein Grab. Das ist doch eher ein seltenes Phänomen innerhalb von Deutschland, dass jemand sein Grab mitten im Walde bekommt und zugesprochen bekommt und dann hier eben entsprechend auch langfristiges Bleiberecht genießt, wobei es da neulich erst einen Rechtsstreit gab, dass ursprünglich die Genehmigung der Grabstätte nur für, ich glaube, 100 Jahre oder irgendwie sowas ausgelegt gewesen war. Die sind inzwischen vorbei, seit 7 Jahren, aber netterweise hat doch tatsächlich, was überraschend ist in Deutschland, niemand von irgendeinem Amt sich drum gekümmert, dass ja eigentlich die Genehmigung längst abgelaufen ist und man die Grabstätte dementsprechend hätte wieder entfernen müssen. Eigentlich, ja. Aber das ist doch einer der seltenen Fälle, wo kein Kläger, da kein Richter, und daher gibt es die bis heute. Und sie wird hier als Denkmal auch weiterhin gepflegt von der Julius Euting Gesellschaft. Und besonders schöner Brauch, von dem man vielleicht sogar schon mal gehört hat, der eben zur Grabstätte gehört, ist, dass am Geburtstag von Euting, das dürfte der 11. Juli sein, hier Mokka, original arabischer Mokka nach Originalrezept von Julius Euting und seiner aus Arabien mitgebrachten Zubereitungsart eben hier serviert wird. Ja, der muss auf dem Holzfeuer heiß gemacht werden und in irgendeiner speziellen Kanne, ich kenne mich ja mit Kaffee nicht aus, serviert werden, und dann findet man an diesem Platz hier diverse Bänkchen aufgestellt, also mal abgesehen von der, auf der ich sitze, noch diverse Klappbänkchen, und kann dann sich eben erstens über Mokka und zweitens über Julius Euting informieren, wenn man eben das Glück hat, am 11. Juli hier vorbeizukommen. Ich habe es noch nie geschafft. Ich werde es mir diesmal mal in den Kalender eintragen. Ist jetzt natürlich fraglich, ob in Zeiten Corona das dann auch stattfinden wird. Soweit ich weiß, ist es letztes Jahr ausgefallen aus eben diesem Grund. Aber ja, ein Versuch wäre es wert, wenn nicht, hat man einen schönen Spaziergang gemacht, wenn man hier mal vorbeigekommen sein sollte, wenn gerade eben die Mokka-Zeit ist. So. Neben der Urnengrabstätte, Bildmaterial blende ich euch alles ein, findet man hier noch diverse Inschriften auf diversen Steinen. Zum einen ist es ein Grabspruch, der von Euting selber aus dem Arabischen übersetzt worden ist. Euting war nämlich Professor für Orientalistik. Ja, also sprich, der war quasi zuständig für alles, was irgendwie mit dem Orient was zu tun hat, mit dem Morgenland, wie man es zumindest damals genannt hat. Ich denke heute, ich weiß gar nicht, ob der Begriff inzwischen politisch vorbelastet ist, wie so viele Begriffe es inzwischen ja sind, aber damals durfte man das jedenfalls noch sagen. So, und die Gedenktafel, die so ein bisschen darauf hinweist, wer der Mann eigentlich gewesen ist, die ist ja ganz schön, nur stößt sie bei Euting-Kennern, bei größeren Euting-Kennern, inzwischen so ein bisschen auf Unzulänglichkeitsgefühle, sage ich jetzt mal. Denn die Dinge, die da so draufstehen, sind jetzt nicht unbedingt das, was Julius Euting wirklich ausgemacht hat, sondern da steht plus minus nur die Geschichte, wie er im Alter eben zu dieser Grabstätte gekommen ist, drauf. Und was er sonst so in sein Leben lang getrieben hat, das wird da so ein kleines bisschen verschwiegen, beziehungsweise geht etwas unter. Und ja, das ist halt dann eben der Punkt, wo ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen ins Spiel kommen möchte, denn 1913 ist er gestorben und wurde 1913 entsprechend hier auch beigesetzt. Damals war er noch bekannt, entsprechend gepflegt war die Grabstätte die nächsten Jahre, entsprechend schön die Aussicht und auch die Tradition dieses Mokkas, was er auch in seinem Testament vermerkt hatte, wobei da ein bisschen die Quellenlage nicht ganz eindeutig ist, ob Euting ursprünglich gemeint hätte, man solle einmal an seinem Geburtstag, nachdem er verstorben ist, hier einmal Mokka für jeden, der vorbeikommt, ausschenken. Das kann man schon so auslegen, denn er hat 200 Mark in seinem Testament dafür quasi zurückgelegt für die Organisation und eben entsprechend die Kosten des Mokkas, die bei dieser Aktion eben anfallen,
sollte derjenige, der sich darum kümmert, diese 200 Mark haben. Ihr könnt mir schon vorstellen, dass, wenn man bedenkt, wie viel eine Mark damals noch wert gewesen ist, 200 Mark dafür auch gereicht hätten, solange nicht allzu viele Leute hier vorbeigekommen sind und einen Mokka haben wollten. Und auch deswegen weiß man nicht so genau, ob der Plan wirklich war, dass bis in alle Ewigkeit hier Mokka ausgeschenkt werden soll. So, und das ging dann offensichtlich aber doch über einige Jahre, dass Mokka ausgeschenkt worden ist. Dann verlor sich in der Zeit, und über viele Jahrzehnte gab es hier wohl noch die Grabstätte, aber die wurde dann zunehmend zugewuchert und die Natur hat sich zunehmend mehr hier ausgebreitet, was grundsätzlich nicht ganz verkehrt ist. Aber ja, direkt am Grabe hätte es jetzt auch nicht sein müssen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und irgendwann hatte kein Mensch, der hier vorbeigekommen ist, mehr eine Ahnung, wer zum Geier eigentlich Julius Euting sein soll und warum der hier einen kleinen Obelisken rumstehen hat. Und ja, scheinbar hier sogar begraben liegt. Bis 1980 sich eben jemand dran gemacht hat, Namen blende ich euch ein, weiß ich nicht auswendig, hier eben entsprechend aufzuräumen, die Grabstätte mal wieder zu renovieren, schön herzurichten und eben die besagte Julius-Euting-Stiftung zu gründen, die beziehungsweise, weiß gar nicht, ob das der Gründer gewesen ist, auch das schreibe ich euch gegebenenfalls nochmal unten hin, aber sich darum zu kümmern, dass es hier wieder einigermaßen vernünftig aussieht. Und seit 2004 oder 2005 ist dann die Julius-Euting-Stiftung ins Spiel gekommen, die eben tatsächlich die Mokka-Ausschenk-Tradition wieder, ich finde das eine großartige Idee übrigens, Tradition aufleben lässt und seitdem regelmäßig immer zum 11. Juli, war es der 11.? Ja, ich glaube, das war der 11. Hier eben besagten Mokka ausschenkt. Leider ist es der 11. Juli und nicht der 11. Juni, der wäre nämlich heute. Das wäre schön. Andererseits könnte ich dann hier auch nicht in Ruhe sitzen und was erzählen. So, und ja, da das Schild eben so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass wir hier sehen, dass der Herr Euting halt irgend so ein Straßburger Professor gewesen ist, der hier hin und wieder mal ganz gerne wandern gegangen ist und dann halt irgendwelche guten Connections zu Leuten mit Rang und Namen hatte, um hier eine Grabstätte eben zu bekommen. Das ist auch nicht falsch, aber das wird der Situation und dem Herrn Euting dann doch nicht so ganz gerecht, weil der war doch ein kleiner, aber sehr ambitionierter Mann. Die Tatsache, dass er recht klein gewesen ist, kann man daran sehen, dass er eben nicht zu irgendwelchen Militärdienst eingezogen wurde, weil da die Mindestgröße, um zu Militärdienst eingezogen zu werden, bei 1,57 Meter lag. Und nach irgendeinem Bericht, der sich wohl über liefert hat in das Quelle, lag er da bedächtlich drunter. Ja, also muss das wohl wirklich ein kleiner Herr gewesen sein, der aber offensichtlich durch große Taten das Bedürfnis hatte, vielleicht seine Körpergröße zu kompensieren. Vielleicht hatte er auch aus anderen Gründen das Bedürfnis zu großen Taten. Das werden wir nicht erfahren, weil wir können ihn fragen. Er wird vermutlich allerdings nicht antworten. Julius, wie schaut's aus? Das hatte ich mir gedacht. So, und dementsprechend müssen wir jetzt uns zusammen interpretieren, was wir wissen wollen. Also, Euting hat tatsächlich schon immer eine gewisse Vorliebe für den Orient gehabt und die Orientalistik und ist mit 21, als er also Student gewesen ist, mitten im 19. Jahrhundert auf die Idee gekommen, mit einem selbst zusammengebastelten Einwegboot, das war die ganze Zeit nie dafür ausgelegt, nochmal irgendwie zurücktransportiert zu werden, sondern lediglich wollten sie damit hin, die Donau runter, so weiter gekommen ist, bis eben nach Arabien. Damals gab es tatsächlich noch eine Region, die man so nennen kann und die noch gar nicht so sehr wie heute in Nationalstaaten unterteilt ist. Aber gut, Deutschland gab es damals ja auch noch nicht im Sinne von Deutschland, ne?
Also kann man sich da in der Hinsicht bestimmt nicht beschweren. So, und da wollte er eben entsprechend hin und ist dann mit zwei weiteren Mitstudenten eben dann mit diesem Boot aufgebrochen. Eine Reise, die wohl reich an Abenteuer gewesen ist. Man muss sich auch klar machen, in welcher Zeit wir uns da befinden. Er ist bis Istanbul gekommen, dann noch ein Stückchen weiter in die arabische Welt, hat da sicherlich einiges von arabischer Gastfreundschaft genossen. Da habe ich ein paar interessante Berichte zugefunden. Und das finde ich deswegen wahnsinnig spannend, weil ich ja auch ein großer Fan der Bücher von Rüdiger Nehberg bin, der zur arabischen Welt, in der er ja sehr viel unterwegs ist, auch eigentlich eine Sache über die Maßen betont, dass die arabische Gastfreundschaft wirklich eine ganz, ganz großartige Sache sei. Und wenn man dann erstmal zu Gast ist und als Gast akzeptiert und willkommen geheißen worden ist, dann ist man quasi heilig, weil die Gastfreundschaft als solche heilig ist. Ich habe da mal ein bisschen weiter recherchiert und da gibt es zumindest mal Vermutungen, aber wer das besser weiß als ich, darf mir gerne widersprechen, dass das wohl darin begründet liegt, dass für die insbesondere im arabischen Raum häufig anzutreffenden Beduinenvölker Gastfreundschaft absolut überlebensnotwendig ist, weil wenn die eben über ihre längeren Reiserouten unterwegs sind in einer doch recht lebensfeindlichen Umgebung, dann hat man keine Chance, da irgendwie weiterzukommen, anders als, dass man bei denjenigen, die dann vor Ort in der jeweiligen Oase beispielsweise sitzen, auch willkommen geheißen wird, von denen versorgt wird, mit weiterem Proviant ausgestattet wird, um eben weiterreisen zu können. Und das war wohl auch so, dass sich das relativ gut ausgeglichen hat, weil man dann gleichzeitig ja auch irgendwo die Heimatoase, ich überspitze das jetzt ein bisschen, ne? Also das wird in der Wirklichkeit schon noch deutlich komplexer und komplizierter gewesen sein, aber die hatten ja auch irgendwo ihre Heimat und haben dann ebenfalls wieder weiteren Reisenden, die es ja überall gegeben hat, aus verschiedenen Gruppierungen und Stämmen heraus, denen auch wieder Gastfreundschaft gewährt. Und wenn dieses System der Gastfreundschaft nicht überall massiv wichtig und massiv gut funktioniert hätte, dann wäre man nirgendwo hingekommen. Und das ist so die Vermutung, woher eigentlich dieser Kern dieser besonderen Gastfreundschaft der arabischen Länder eigentlich herstammt. Aber diese Erfahrung hat dann jedenfalls auch Julius Euting aus seiner ersten Reise dahin gemacht. Und nachdem er dann dort jede Menge Erfahrungen sammeln konnte, sehr viel auch über die örtliche Schrift und Sprache lernen konnte, war er quasi prädestiniert, so nach seiner Rückkehr nach Europa, die übrigens auch 3,5 Monate gedauert hat und mehr oder weniger am Mittelmeer entlang mit einzelnen Strecken, mit verschiedenen Schiffen bis hin nach Venedig und dann über die Alpen wieder nach Hause, letzteres Stück wohl überwiegend zu Fuß, also von Venedig nach Hause geführt hat. Da war er eine Weile unterwegs und danach hatte er jede Menge Ahnung vom Orient und wurde dann auch in jungen Jahren bereits als entsprechend führende Koryphäe in der Orientalistik anerkannt und bekam relativ schnell entsprechende Lehraufträge. Und ja, das stellte sich dann auch heraus, dazu eine schöne kleine Anekdote, dass er eben auch vom Charakter her so ein bisschen etwas eigenbrötlerisch im positiven Sinne und gut darin gewesen ist, eben durchzusetzen, was er gerne haben wollte. Er hatte nämlich in einem der Orte, wo er gelehrt hat, ich weiß nicht mehr genau wo, auch das würde ich euch nochmal einblenden, es geschafft, dass man ihm das alte Gefängnis überlassen hat, wo er dann erfolgreich für den gewissen Charme, damit das Ganze etwas hübscher aussieht, sich da zwei Zimmer orientalisch eingerichtet hat mit Wand und sonstigen Teppichen und dort die Wasserpfeife auf den Boden gestellt hat und saß dann eben selbst auch auf dem Boden. Das hat man, so hat man ihn angetroffen, wenn man zu Besuch kam, saß er da auf dem Boden, Wasserpfeife rauchend auf so einem kleinen Kissen und hat seine Gäste eben entsprechend eingeladen, es ihm nachzutun. Es muss also wirklich so ein bisschen so gewesen sein, als wäre man direkt in den Orient gereist, wenn man bei Julius Euting zu Besuch war. Ja, danach folgten viele weitere Forschungsreisen in den Orient. Die möchte ich jetzt nicht alle der Reihe nach aufzählen, darunter auch eine sehr wichtige, wo er unter mehrfacher Lebensgefahr, eben weil nicht
zwingend jeder Reisende automatisch gleich Gastrecht besitzt, mehrfach auch überfallen worden ist von Beduinenstämmen, die ihn da eben nicht haben wollten, und nach langem Hin und Her dann allerdings doch auch wesentliche Dinge gefunden hat, auch bei Ausgrabungen eine Stele gefunden hat, die für das Verständnis der Entwicklung der arabischen Sprache extrem, der arabischen Sprachen, muss man natürlich sagen, extrem wichtig gewesen ist, und wollte diese dann auch erfolgreich zurückbringen, eben nach Deutschland. Und ja, es war für ihn dann sehr, sehr schlimm, dass sein Kollege, der ebenfalls dabei war, mit dem er sich ursprünglich auch gut bestanden hatte, der Franzose war, ne, Euting war ja auch Professor in Straßburg, da muss man dazu sagen, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, also deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg, bis nach dem Zweiten Weltkrieg war Straßburg ja noch deutsch. Elsaß-Lothringen, ne? Wir erinnern uns an den Geschichtsunterricht. Das gehörte mal zu Deutschland, bis wir es eben dann nach dem Versailler oder im Versailler Vertrag an Frankreich zurückgegeben haben oder übergeben haben. Ich weiß gar nicht, wen das Ding ursprünglich mal gehört hat, die Region. Keine Ahnung, kenne mich da jetzt nicht so intensiv aus. Tatsache ist jedenfalls, dass als der Euting in Straßburg saß, da gehörte Straßburg und das Elsass eben zu Deutschland. Das damals noch anders hieß. Ja, so. So viel zum historischen Abriss. Wissen andere Leute besser als ich. Jedenfalls hat er dann eben mit dieser Stele, die er da gefunden hatte, die musste er seinen französischen Kollegen überlassen und war dann voller Trauer, dass besagte Stele dann nach Paris ging, in den Louvre, und da steht sie, glaube ich, bis heute rum, und eben nicht nach Berlin auf die Museumsinsel, so rum. Ja. Und Euting war wohl wirklich eine schillernde und bemerkenswerte Persönlichkeit, der vom Charakter her alle Leute, die mit ihm zu tun hatten, schwer beeindruckt haben muss, und einfach auch ein wahnsinnig sympathischer, freundlicher, charismatischer Mensch gewesen ist. Er mochte auch wohl die Frauen sehr gerne, wie wir dem einen oder anderen Dokument der Vergangenheit entnehmen dürfen, hatte da aber weniger gute Chancen, als er wohl gern gehabt hätte, wohl eben aufgrund seiner eher sehr geringen Körpergröße. Tja, das Leben ist hart. Wie dem auch sei, jedenfalls hat Euting dann nach und nach immer mehr eben den Ruf weggehabt, als Orient-Experte wirklich eine Koryphäe zu sein. Und als Professor war er dann eben logischerweise auch in der Lehre tätig, hat weitere Orientalisten ausgebildet, und das alles in Straßburg. Und die Nähe eben mit Straßburg, die Nähe zum Schwarzwald, hat dazu geführt, dass er sehr gerne, wann immer mehr mal etwas mehr Zeit hatte und mehr Freizeit hatte, in den Vogesen wandern war. Und das können wir auch dieser Inschrift entnehmen, dass er da eben auch Vorsitzender im Wanderclub der Vogesen gewesen ist, beziehungsweise diesen erst gegründet hat. Und als er dann nach und nach immer mehr den Schwarzwald für sich entdeckt hat, den er auch schon aus seiner Kindheit kannte, er ist gebürtiger Württemberger, also ein richtiger, echter Vollblutschwabe. Ich sitze hier gerade auf der Grenzlinie mehr oder weniger zwischen Baden und Schwaben. Man muss sich also hier beiden Stämmen, sage ich jetzt mal, positiv gegenüberstehend zeigen, weil man weiß nie, wer ist, der als nächstes vorbeiläuft. Also immer schön freundlich bleiben und weder Badenser noch Schwabe-Witze mache. Jedenfalls war er ein wirklich sehr waschechter solcher und war eben ganz viel auch im Schwarzwald unterwegs. Und die beginnende, ja, Urbarmachung des Schwarzwaldes, da muss man dazu sagen, in seiner Jugend bist du hier in den Hochschwarzwald nur hochgekommen, indem du eben zu Fuß hochgestiegen bist über kleine Bergwegelchen und kleine Pfade, die hier in den Wald geführt haben. Anders bist du hier nicht hochgekommen. Und nach, je älter Euting wurde, desto mehr wurde der Schwarzwald erschlossen. Zunächst mal gab es die Renchtal,
Talbahn, die er genutzt hat, um ein Stück eben ins Tal, in den Schwarzwald hineinzufahren und dann über Allerheiligen zum Ruhestein hochzusteigen. Er muss wohl ein wirklich ausgesprochen fitter und flotter Wanderer trotz seiner Körpergröße gewesen sein, weil wenn du das machst und am gleichen Tag wieder runter willst, mitunter, manchmal hat er auch oben in den Höhenhotels übernachtet, aber wenn man wirklich am gleichen Tag wieder runter will, dann muss man schon wirklich einen ordentlichen Schritt drauf haben. Ich würde in meinem momentanen Couch-Potato-Zustand für von unterhalb von Allerheiligen hoch bis zum Ruhestein mindestens 4-5 Stündchen brauchen. Und wenn ich dann halt nochmal hier oben eine Weile mich aufhalten und dann wieder runter will, dann kommt da schon ordentlich Zeit zusammen. Man sieht das auch ganz gut daran, dass Euting später die erste Wanderkarte für den Nordschwarzwald, die erste wirkliche Wanderer-Wanderkarte für den Nordschwarzwald entworfen hat. Sowas gab es bis dahin noch gar nicht. Also das war wirklich die erste touristische Karte, die wir hier gehabt haben. Und da empfiehlt er beispielsweise für die Strecke Sand bis Untersmatt, wenn mich nicht alles täuscht, im gemütlichen touristischen Tempo, wie er es bezeichnet, irgendwie sowas in touristischer Geschwindigkeit, der touristische Wanderer, das war's, genau, so hieß es, würde 1,5 Stunden brauchen. Hui, ich bin offensichtlich nicht der touristische Wanderer, sondern der weicheiige Weichei-Wanderer, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man auf der Strecke noch ein bisschen was genießen will, und das würde ich einem touristischen Wanderer ja normalerweise unterstellen, dann braucht man da 2,5 Stunden locker, können auch 3 sein, wie gesagt, je nachdem, wie man so drauf ist. Aber es war auch andererseits eine ganz andere Zeit damals, wenn man irgendwo hin wollte, dann ging man primär mal zu Fuß, Auto gab's wohl, hat aber kaum einer privat besessen und selbst wenn, in den Schwarzwald hätte man damit sowieso nicht hochfahren können. Dass die Schwarzwald-Hochstraße, die heute den gesamten Nordschwarzwald durchzieht, gebaut wurde, das haben wir dann dem Reichsarbeitsdienst zu teilen zu verdanken und das ist deutlich später, also deutlich nach Eutings Tod passiert. Ja. Trotzdem darf man dazu fügen, dass es mitunter Eutings Verdienst im großen Ausmaß gewesen ist, dass eben der Tourismus in den Nordschwarzwald Einzug gehalten hat. Eutings Leben im Sinne von hier hochkommen, um hier eben die Höhenluft zu genießen und die Schönheit der Landschaft zu genießen, wurde dann erheblich einfacher mit dem Bau der Achertalbahn. Die führt bis Sasbachwald, bis nach Ottenhöfen, ja, ich glaube, jedenfalls doch deutlich ins Tal hinein und auch recht stark den Berg hinauf, die gibt es bis heute, ist meiner Meinung nach eine der schönsten Bahnstrecken, die es in Deutschland so gibt, die ist super kurz im Grunde und endet dann im Sackbahnhof und dann kannst du nur wieder zurückfahren oder halt mit dem Bus weiter Richtung Hochschwarzwald, aber das Ding hat einfach Flair. Also ich fahre da, wenn ich es irgendwie mal kann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann fahre ich eigentlich sehr, sehr gerne diese Strecke und wandere dann den Rest hoch und lass mich dann von Frau einsammeln oder wobei das haben wir noch nie gemacht so in diesem Wege, auf diesem Wege, aber ich habe mich früher dann auch gerne mal von anderen Leuten einsammeln lassen. Ja. Das hat eben dann den Weg auf den Ruhestein massiv verkürzt für den Euting. Und das hat dazu geführt, dass er quasi ständig hier oben anzutreffen war. So, und die Tatsache, dass er oft da war, einen herausragenden, bemerkenswerten Charakter, der aus der Masse etwas herausgestochen ist, hatte und dann noch so diverse schrullige Eigenheiten, auch ein gewisses Auftreten von der Kleidung her und eben auch dazu, dass er noch so ein eher kleines Männchen gewesen ist, das hat ihm dann wohl recht schnell den Ruf als Ruhesteinvater eingebracht. Und jetzt muss man wissen, da wo heute das Nationalparkzentrum Schwarzwald steht, da stand früher auf dem Parkplatz gegenüber, der heute immer noch Parkplatz ist, die Villa Ruhestein bzw. das Kurhaus Ruhestein, nebendran das alte Gebäude, das so aussieht, als sei es etwas über 110 Jahre alt. Das ist 110 Jahre alt und ist die ehemalige Villa Klump. Und Familie Klump hat eben das Luft
Kurhotel Ruhestein betrieben. Das war das Insider-Ding im 19. Jahrhundert. Wer was auf sich gehalten hat, der kam von was weiß ich woher, um in eben diesem Luftkurort Hotel Ruhestein zu kuren und die gute Luft zu genießen und zu genesen von eingebildeten und tatsächlichen Leiden. Und eben in diesen beginnenden Hype rein kam dann der Julius Euting als Schwarzwälder Urgestein in Anführungszeichen und hat sich mit den Klumps angefreundet, die Familie, die eben das Hotel geleitet haben, und wurde dann recht schnell bekannt. Es gibt sogar Postkarten, wo er drauf ist als Ruhesteinvater, und die kann ich euch, denke ich, im Rahmen des Zitatrechts, das ist ein bisschen ein weitgehendes Zitat, aber ich hoffe, das ist noch in Ordnung, eine davon zumindest einblenden. Und zwar sehen wir da den Ruhesteinvater Julius Euting, wie er eben hinter dem Hotel in einer nicht existenten Höhle ein Feuer betreibt und ja dort den inneren Pyromanen raushängen lässt. Ein Grund, weshalb einem der Mann unglaublich sympathisch sein muss, wenn man jemand ist, der sehr große Freude an Lagerfeuern hat. Da würde ich mich dazu zählen, weshalb mir der Julius Euting eben auch extrem sympathisch ist. Also ein Bruder im Geiste. Mindestens das. Mindestens. So. Und eben, weil er doch ständig seine Feuerchen am Ruhestein gemacht hat, gerne auch direkt hinter dem Kurhaus, zur großen Freude der Kinder der Familie Klump, die da eben Mordspaß hatten, wenn der Onkel Julius wieder zu Besuch ist und entsprechend wieder seine Feuerchen macht für die Kinder und sie dann auch alle sich natürlich ein bisschen was braten können. Kartoffeln zum Beispiel. Kartoffeln hat man wohl recht viele am Feuer heiß gemacht und dann gab es für jedes Kind auch entsprechend eine Kartoffel. Und das hat ihm den Ruf als Feuerteufel vom Ruhestein eingebracht. Damit war er aber gar nicht zufrieden und hat dann eben entsprechend tatkräftig dafür gesorgt, dass doch bitte klarzustellen sei, dass er sich eher als Feuerpriester des Ruhesteins sieht. Im Rahmen von Zarathustra. Und das war wohl auch etwas, was er dann auf seinen Orientreisen gelernt hatte, dass es da Tempel gab, in denen eben Feuerpriester oder eher Feuerwächter, aber die hatten schon so priesterliche Funktionen, existiert haben, die dafür zuständig waren, auch das ist mir ehrlich gesagt ziemlich sympathisch, dafür zu sorgen, dass ein gewisses Feuer, was im Tempel zu brennen hat, gefälligst nie ausgehen darf. Und ja, als sowas hat sich dann auch der Herr Euting entsprechend gesehen. So. Und damit wir langsam dann zum Ende kommen, warum zum Geier ist er hier begraben? Naja, weil er eben so eine schillernde und bedeutende und wirklich verdienstvolle für die Wissenschaft, die Geschichtsforschung, die Orientalistik bedeutungsvolle Person war. Auch in Rang und Namen eben entsprechend stand, hat er auch Connections gehabt, tatsächlich dann zu Leuten, die ihm eben erlauben konnten, hier oben eine Grabstätte schon mal zu beantragen, die er dann genehmigt bekommen hat zu Lebzeiten. Es gibt eine weitere Postkarte vom Herrn Euting, wie er hier oben mit seinem Obelisken, der ja bis heute noch steht, bereits hier steht und den Obelisk quasi schon mal hingestellt hat, damit dann auch wirklich klar ist und die Leute, die dann später dafür zuständig sind, dass er auch tatsächlich hier oben endet, dann auch wissen, wo exakt er bitte gerne hin möchte. Das ist eigentlich ein sehr moderner Ansatz, wenn wir uns angucken, dass ein Waldfriedhof im Grunde auch nicht viel was anderes darstellt. Da wählt man auch frühzeitig aus, wo man denn bitte zur ewigen Ruhestätte gebettet werden möchte und wählt ebenfalls innerhalb des Rahmens, den ein Waldfriedhof halt eben bietet, diesen Platz dann in schöner Natur. Ja, nur dass der Herr Euting da eben Trendsetter gewesen ist und vielleicht einen der schönsten Plätze, die man überhaupt so haben kann, daher für sich reservieren konnte. Alles in allem also wirklich mal ein Denkmal mit einer schönen Hintergrundgeschichte, wie ich finde. Und eben durch seine zahlreichen Tätigkeiten, um das Wandern hier im Nordschwarzwald populär zu machen, hat er auch der Region enorm geholfen und die Region bekannt gemacht in, ja, überall fast schon. Und das dürfen wir ihm durchaus in tiefer Dankbarkeit bis heute irgendwo ankreiden, weshalb ich schön finde, dass dieses Denkmal bzw. diese Grabstätte nach wie vor gepflegt wird. Und ich es besonders schön finde, dass die Behörden eben davon abgesehen haben, auch wenn die Genehmigung dafür lange ausgelaufen ist, sie zu entfernen. Ja,
In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.